Ja, es gibt Leute, die sagen, um ein Kind zu erziehen, braucht es einen Mann und eine Frau. Es gibt Leute, die sagen, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein kleines Dorf. Das ist sicher etwas, woran ich viel mehr daran glaube. In Sambia bin ich. Wenn man in Sambia heiraten will, fragen Sie zuerst, kann die Frau kochen? Kann sie die Kleider des Mannes waschen? Ich habe jetzt nicht irgendwie mitgekriegt, dass das ein wichtiges Thema wäre, damit es dann in Frage kommt, dass man sich heiraten kann. Also, ja. Ich finde das völlig falsch, wenn man zusammengeht und in kurzer Zeit heiratet. Und da kann man ein tolles Fest machen und nach einem Jahr, zwei, drei ist man wieder geschieden. Man sollte sich erst kennenlernen und später, wenn man bereit ist, heiraten. Zwei Länder, eine Liebe. Das ist Hin und Weg. In Kanada hat der kleine Noam das Licht der Welt erblickt. Seit 4 Tagen ist er mit seinen beiden Papas zu Hause. Jamal, hast du ihn nachts gewickelt? Ja, ich habe hier auf dem Boden geschlafen. Wieso? Ich habe das Kissen genommen, meine Beine drüber gelegt und ich habe ihn gewickelt. Ich weiß nicht mehr wann. Jamal und Romain haben sich in der Eiskunstlaufszene kennengelernt. Seit 10 Jahren sind sie ein Paar. Also ja, wir erwachen immer noch jeden Tag und denken, wir haben nicht geträumt, es ist wirklich wahr. Der Noam ist da, wir sind eine Familie und er ist einfach perfekt. Ja, jetzt kommen wir so langsam in so ein bisschen also Alltagsroutine. Wir haben beide im Moment frei, das ist natürlich super. Aber ja, jetzt kommen die Nächte, wo man nicht schlaft, die Tage, wo man 50 Sachen gleichzeitig sollte und sollte machen. Aber es geht super, wir sind sehr happy. Die Nächte sind etwas kurz, aber es geht. Jetzt war er dran. Meine Nacht war wunderbar. Auch die Familien freuen sich über den Nachwuchs. Jamals Mutter Gertrud ruft aus der Schweiz an. Hallo. Hallo. Hallo, Gertrud. Hallo. Jetzt haben wir mal ein Foto oder ein Film, wenn er wach ist. Ja, dann muss ich einfach morgen früh bei euch anrufen. Ich bin gleich auf dem Bauch liegen und wir sind das Theater zu haben. Weisst du, wegen dem Rücken ist nicht gut wegen der Flache. Nein, wir müssen immer ein bisschen wechseln. Und sie lässt fahren. Ja, wir geben ihm etwas zu essen. Tschüss, bis später. Er will essen. Machen wir ein bisschen. Die Mami meldet sich natürlich viel jetzt, aber überhaupt nicht so, dass irgendwie das Gefühl hat, mich etwas nicht richtig. Aber es wollte einfach wissen, wie es ihm geht. Und wir sind auch froh, eben, wir haben schon Fragen zu erscheinen. Es gibt wirklich Sachen. Ja, klar, wir hätten Bücher, die man auch lesen sollte. Aber zwischendurch wollte man ja auch wissen, eben von den Leuten, die ihm nach sind, was sie das Gefühl haben, vor allem von den Müttern. Darum, ja, da sind wir jetzt schon eigentlich täglich in Kontakt. Ihr habt dasselbe Profil. Zeig deine Nase. Dieselbe Nase. Es ist schön, dass Noah meinem Mann ähnlich sieht. Er ist ja auch der genetische Papa. Von mir wird er die Intelligenz haben. Aber genetisch kommt er nach ihm. Cool. Zum ersten Mal bin ich wieder richtig angezogen. Gehst du in den Ausgang? Vorsicht, machst ihn nicht zu bequem. Jamal hat mich im Spital das erste Mal weinen sehen. Vielleicht war es das letzte Mal. Du weinst schon wieder. Wenn du so sprichst, einfach unglaublich. Da kommt alles wieder hoch.
Alles ist gut. Wir haben großes Glück. Er ist perfekt. Ich erinnere mich an den Kuss. Mein Gott. Ich hätte sie gar noch nicht küssen dürfen. Aber irgendwie hatte ich das Bedürfnis, wo er das Zeug erzählt hat, dass ich sie jetzt küssen will. Und er hat gesagt, ich muss halt noch ein bisschen warten. Ja, gut. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Mama, da ist ein Ei. Wirklich? Ja. Wow. Oh, Mami, die Chat. Hilfst du mir, es zu holen? Ja, can you help me to take it? Schnell, komm. Komm, hier. Wow. Ich habe nicht gedacht, Schatzi. Mami, hier. Wer ist? Hallo. Komm. Okay, Achtung. Opa. Eilein. Wow. First egg. Das erste Ei. Wow. I see good. Nach ihrer Rückkehr aus der Schweiz haben Didi und Melisa zwei Hühner gekauft. Die sechsjährige Mayari passt auf sie auf. Mayari und ihre Schwester Sarah waren dabei, als sich die Eltern auf den Philippinen vor 5 Jahren das Ja-Wort gaben. Magst du dich erinnern? Ja, it's nice, I remember. My God. Dieter, bist du aus freiem Willen hier, um Melisa zu heiraten? Ja. Ich war etwas gehemmt. Ich durfte keine Witze machen. Ich weiß nicht. Jetzt du. Melisa, bist du aus freiem Willen hierher gekommen, um Dieter zu heiraten? Ja, ich will. Hast du gesehen, Mami hat doch schön ausgesehen, he? Ja. In weißen Kleidern. Und mit der Blümchenkette, die sie da hat. Und der Detteli, he, in diesem Hemd. Ich sah gut aus. Very nice, der, he? Ja, du bist glücklich. Happy, ja, genau. Hiermit erkläre ich euch für Mann und Frau. Möge euch Gott segnen. Gratuliere. Ihr dürft euch küssen. Ich küsse ihn. Das ist cool, hä? Ja, das ist cool. Und dann küss in the end. Bei einer Heirat darf sich das Paar am Ende küssen. Wie heißt das, wenn man nur im kleinen Rahmen heiratet? Nur zivil heiraten, meint sie jetzt. Ja. Das kein großer Aufwand. Dass wir uns lieben, reicht, um zu heiraten. Just if we love each other, okay, we make and then it's, yeah. Da wir ja zusammen sind, denke ich schon, dass man, wenn man in einem fremden Land ist, dass es dann besser ist, dass man heiratet. Und es können ja spezielle Situationen sein, dass vielleicht Ausländer aus dem Land müssen. Aber du hast deine Familie da und ich glaube schon, dass man diesen Schritt machen sollte. Okay. Da sind die Fotos da von der Familie. Mhm. Das ist schön. He? Für uns war das nicht so verrückt wichtig, teure Kleider zu kaufen zum Hören. Ich glaube, die Liebe ist wichtiger als ein teures Kleid. Ja. If you get married, wenn man heiratet, muss man 100%ig sicher sein. So in this time, then it comes to my mind, oh, now das ist kein Spiel. Es ist etwas. It's not like a play, so it's like. Ja. Fürs ganze Leben. Ja. Ja. Durch dick und dünn. Ja, it's für immer. Forever. Ja. Wir haben viel Spaß zusammen. I think we have a lot of fun together. Ja. Was auch wichtig ist, obwohl es selten ein Thema ist, weil wir es einfach haben, ist dieses Vertrauen. This trust. Ich erinnere mich, wir sprachen darüber, als wir uns das erste Mal trafen. Alles ist eine Frage des Vertrauens. In Schweden ist es Frühling geworden. Florence und Niklas haben vor 4 Jahren geheiratet. Mit Florence sind vor 1,5 Jahren auch 9 Hunde eingezogen. Doch mit einem Schlag ist das Leben, das sie sich hier aufgebaut haben, bedroht. 2 Monate ist es her, seit Niklas sich einer Blinddarmoperation unterziehen musste. Vor einigen Tagen kamen die Ergebnisse der Biopsie. Nichts war mehr wie vorher.
Sie sagten mir, es sähe nicht gut aus. Ich hätte Krebs. Natürlich stand die Welt für einen Moment Kopf. Aber es scheint, als ob ich Glück habe. Ich habe wohl keine Metastasen. Nicht auf der Lunge und der Leber, aber... Und nicht auf den Lymphknoten. Es war ein eigenartiges Gefühl. Eigentlich ruhe ich in mir. Aber dann fing ich an, nachzudenken. Was heißt das jetzt? Bin ich in einem Jahr nicht mehr hier? Muss ich schon sterben? Ich war verwirrt. Habe ich in meinem Leben alles gemacht, was ich wollte? Ich fing an... Aber dann war ich ziemlich schnell bereit, es zu akzeptieren. Was immer geschieht, vielleicht sterbe ich in einem Jahr oder in 10 oder 20 Jahren. Im Moment habe ich keine Ahnung. Also rechnet man besser mit dem Schlimmsten. Aber ich hoffe, dass ich nach einer Operation und einer Therapie noch lange hier bleiben kann. Still hang around for a long time. Es sind ein paar Tage gekommen, wo ich eigentlich 24 Stunden eigentlich nur gekühlt habe. Also einfach bei allem, was ich gemacht habe, sei es duschen, sei es mit den Hunden laufen, sind einfach nur nonstop Tränen gelaufen. Und natürlich ganz viele Szenarios, die durch den Kopf gehen. Das Einzige, womit ich mich nicht abfinden könnte, ist, dich mit all dem, was wir erschaffen haben, zurückzulassen. Ich bereue nichts. Ich habe nichts mehr auf der Bucketlist. Es ist ganz einfach. Du darfst mich nicht alleine lassen. Dann halt nicht. Du darfst nicht. Ich bin verloren. Die Operation ist in 3 Wochen angesetzt. Die ganze Umgebung, die Freunde, die Familie, all diese Menschen sind da und helfen mit. Das ist perfekt für ein Kind. Sie unterstützen uns und erziehen es mit. Vor allem hier und auch in unserem Umfeld, ich denke, ist es wirklich mehr etwas, wo die Leute sagen, super, schön, ihr das können, super, macht ihr das. Und es wird vielleicht auch am Ende oder am anderen zeigen, dass es möglich ist und dass es sehr gut rauskommen kann. Franck ist ein enger Freund von Jamal und Roma. Und er ist Getty des kleinen Noam. Er hat die beiden auf dem Weg zum Leihmutterkind begleitet. Ich war so berührt, als sie mich fragten. Sie haben zwar davon gesprochen, aber als sie mich dann wirklich fragten, war ich überwältigt. Es ist etwas ganz Spezielles. Dein Göttikind. Du bist schon wieder müde. Den ganzen Tag geschlafen und immer noch müde. Die erste Amtshandlung für Götti Franck: Er rückt sein Göttikind Noam und die Eltern ins beste Licht. Die Fotos sind für das Geburtskärtchen. Wir denken gleich, wir handeln gleich. Wie ein Magnet. Wir können nicht getrennt sein. Ich will meiner Frau immer nah sein. Auf Bali besuchen Monika und Deva Onkel Aci. Die beiden sind seit 11 Jahren verheiratet.
Deva bringt Opfergaben mit. Seinem Onkel fühlt er sich tief verbunden. Aji ist Heiler. Das Wissen wurde in der Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Monika ist überzeugt, dass er ihr helfen kann. Mit der Verdauung habe ich Schwierigkeiten, mit dem Konzentrieren. Und das hat sehr oft damit zu tun, weil einfach die Energieflüsse nicht mehr stimmen. Und er kann die Knoten, die Chakren, wieder öffnen und in Balance bringen. Ich bin nicht im Gleichgewicht. Sag nichts. Sag mir keine Details. Ich hoffe, dass mir Gott helfen wird, es herauszufinden. Ich finde es während der Behandlung heraus. Okay. Ausatmen, Augen auf. Du weinst vor Glück. Ich bin glücklich. Der Druck ist weg. Ja, dieser große Druck. Ich habe das nie gelernt. Kein Lehrer hat mir das beigebracht. Es kam wie von selbst. Ohne Technik. Ich versuchte es einfach. Meine Finger sind wie Magnete. Oh, mich friert es von oben bis runter. Oh. Es hört nicht mehr auf. Oh, Gott. In Bali habe ich das erste Mal in meinem Leben etwas gespürt, wo für mich ein tiefes Vertrauen gibt in Sachen, die man nicht sieht, generell. Gespürt, und es hat mich immer gefreut. Und dann hat mir die Lokale gesagt, du spürst unsere Energie da. Vielleicht wird Deva die Familientradition weiterführen und Heiler werden. Ich bin jetzt noch kein Heiler, aber ich lasse es auf mich zukommen. Vielleicht irgendwann. Ich kenne den Zeitpunkt nicht. Die Götter sagen, wann der richtige Moment ist. Das Einzige, was ich vielleicht könnte anreden, dass sie immer so eine Liebe ist. Als Mutter bin ich etwas nachsichtig mit den Kindern. Wir Philippiner sind nicht so strikt, die Schweizer schon. Gut so. Jetzt gehen wir in die Schule, gehen die Kinder anmelden. Für noch das Ende dieses Jahr und dann auch für das nächste Jahr, dass sie angemeldet sind. Jetzt pfeift dann wieder ein anderer Wind, wieder auf den Philippinen. Und dann gehen sie hier in die Schule. Und mal schauen, wie glücklich sie denn da sind in der Schule. In der Schweiz waren sie sehr glücklich. Und jetzt müssen wir schauen. Die Familie hat während der Pandemie 1,5 Jahre in der Schweiz gelebt. Dort haben die Kinder in der Schule Deutsch gelernt. Und ihre erste Sprache, Visaya, fast vergessen. Erinnerst du dich an die Schule? Oh mein Gott. Ja, das ist deine Schule, dein Kindergarten dann. Ja, genau. Oh mein Gott. Ja.
Sarah, gib mir die Hand. Beschütze mich. Okay, let's go. Kannst du noch wie Saya sprechen? Ein wenig. Mom Roslyn, sie war mein Teacher, sie war meine Lehrerin vorher. Und ja, wir kennen uns gut. Aber ja, ich glaube, wir haben uns nicht vergessen und so. Und sie erinnert mich ganz gut. Ist das der Kindergarten? Ist das Kindergarten, ja. Okay, okay. Hallo. Guten Morgen, wie geht's? How are you? Gut. And Mayari. Und Mayari, guten Morgen. Das ist deine neue Lehrerin. Was hast du für sie mitgebracht? Das ist Spielzeug für die Kinder. Okay, we go there. Danke. Wir gehen jetzt wieder. Eine gute Schulbildung für die Mädchen liegt Didi und Melisa am Herzen. Nur so könnten sie ihren Töchtern ein gutes Leben ermöglichen. Ich möchte ihnen jetzt ein bisschen Zeit geben hier in dieser Schule. Wir schauen, wie sich das entwickelt. Lehren sie genug oder nicht? Und dann können wir dann darüber diskutieren. Gehen sie dann nachher in eine Privatschule, in eine grössere Stadt? Das müssen wir, einfach, das müssen wir dann vorzu ja, entscheiden. Also gut, gehen wir da. Ah, okay. Unterrichtssprachen sind Englisch und die Sprache der Einheimischen Visaya. Eine Schule so ganz anders als in der Schweiz. Du musst die Sprache lernen und ich auch. Also die Schule in der Schweiz ist alles sauber und manchmal hat es Regeln und zu folgen und hat es viele Aktivitäten und in der Pause muss man eigene Tüli mitbringen und keine Süßigkeiten, nur Gemüse, Früchte, aber da hat es Süßigkeiten für Pause und so. Mayari, das ist genug. Okay, nur ein. Come on. Du gehst alles an Dogi, gell? Mhm, nur zu Rexy Boy. Ja, yeah, but it's not so really good, oder? Ja. Ja. Morgen hast du kein Brötchen mehr. Wenn du alle am Dogi gehst. Meistens isst die Familie Gemüse und Reis. Sie führen ein einfaches Leben. Didi ist 63 und früh pensioniert. Mit der Rente finanziert er das Leben hier. Doch wichtiger als Geld sei ihm Zeit mit den Kindern zu verbringen, sagt er. Wo sind die Spielkarten? Haben wir den Koffer mitgenommen oder was haben wir? Ja, und Koffer oder ein Koffer, denke ich, ja. Mami? Ja? Wo ist all the cards for play? Ah, okay. Together. Schau, Mami hat mitgebracht. Was ist es? Memory. Oh, das Memory. Und schwarze Peter. Oh. Was passiert da? Zeigt es mir. Beim Essen klingt der Schulbesuch nach und die Zukunft der Töchter wird zum Thema.
Ich werde dieses Gemüse nie für meine Kinder kaufen. Sie mag das Gemüse nicht. Zuerst musst du einen Mann suchen. Ich will keinen Mann, ich will nur ein Kind. Vielleicht nur eines. Zuerst musst du einen Mann finden. Die Familie kommt später. Zuerst mal die Schule beenden. Hier auf den Philippinen werden die jungen Mädchen oft früh schwanger. Ich wünsche mir, dass sie die Schule beendet und einen eigenen Job hat. Dann kann sie ihr Leben als Single genießen. Sie soll nicht zu früh heiraten oder Kinder kriegen. Das macht mich traurig. Man muss lernen, sodass man eine Zukunft haben muss. Und wenn man keine Zukunft hat, na ja, man sagt immer, man muss Kleider waschen und das will ich nicht. Das liegt ganz bei dir. In Schweden versuchen Florence und Niklas vor seiner großen Operation den Alltag weiterzuleben. Ich mache den Salat. Ja. Salat. Do you think? Geht das? Natürlich geht das. Ich werde noch einen Abborre fangen. Was ist ein Abborre? Ein Barsch, den ich geangelt habe. Wir haben da drin einen Fisch? Ja, natürlich. Ich mag keine toten Tiere im Tiefkühler. Warte. Und was ist mit dem Kühlschrank? Ja, das ist kein totes Tier, das mich anschaut. Schon nur der Fakt, dass jeder etwas anders damit umgeht, gibt manchmal so fast wie ein Konfliktpotenzial. Er ist jetzt der, der das einfach nicht zu viel darüber reden möchte. Und ich hatte jetzt eben irgendwie das Gegenteil, dass ich möglichst viel darüber reden und wissen. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich ihm fast ein bisschen wie auf die Nerven gehe. Ja, aber ich glaube, mir handeln es relativ gut. Ja. Ich erinnere mich gut an den Abend, als du mir gesagt hast, ich solle aufhören zu weinen. Du hättest sonst das Gefühl, du müsstest bald sterben. Darüber habe ich viel nachgedacht. Das tut mir leid. Nein, du hattest ja recht. Ich darf nicht einfach da sitzen und 24 Stunden am Tag weinen. Das hilft dir gar nichts. Das habe ich in diesem Moment gefühlt. Es tut mir leid, wenn es nicht richtig rüberkam. Ich dachte, wir müssen. Ich habe das nicht als Vorwurf verstanden. Du sagtest mir, ich solle jetzt Sachen unternehmen, die mir Spaß machen. Dinge, die ich gerne tue. Das fand ich super. Du wirst das als Ausrede benutzen. Ja, du wirst das bereuen. Dass ich das sagte? Nein. Jetzt bist du an der Reihe. Du hast so viel für mich getan. Du hast das Haus gebaut. Du hast 9 Hunde adoptiert. Jetzt bist du dran. Mach, wozu du Lust hast. Ich mag das. Mach weiter. Hör nicht auf, Schatz. Mit Baby Noam hat für Jamal und Roma ein neues Kapitel im Leben begonnen. Das heißt auch, weniger auswärts essen, selbst kochen und häuslicher werden. Wow. Mit Wasser, auf das neue Leben. Was ist das für ein transparenter Nektar? Gehen wir am Nachmittag spazieren? Ist es kalt heute? Gestern war es sehr kalt. Ich glaube nicht. Es hat viele Leute, die spazieren. Noam ist das Kind einer Leihmutter. Leihmutterschaft ist hier erlaubt.
Jamal ist der genetische Vater, doch es sind noch rechtliche Fragen offen. Also hier in Montreal bzw. in Kanada werden wir warten im Moment noch auf die Geburtsurkunde. Dort werden wir beide als Väter drauf sein, einfach zwei Väter. Und der Noam ist unser Kind, fertig. Der Noam bekommt natürlich die kanadische Staatsbürgerschaft, wo er hier geboren ist. Nachher ist es so, weil ich der genetische Vater des Noam bin, wird er sicher auch Schweizer Staatsbürgerschaft bekommen. Was man nachher muss schauen muss, ist, eben, wie es geht mit der Anerkennung des Romain als Vater in der Schweiz und in Frankreich. Weil es dort eigentlich nicht gibt, legal zu Väter für ein Kind. Vielleicht gibt es da eine kleine Verzögerung. Aber es wird wohl nicht auf eine Adoption hinauslaufen. Das wäre die schlechteste Lösung. Die wird es nicht sein. Schon bald wollen sie Noam den Verwandten in Europa vorstellen. Doch dafür benötigen sie alle amtlichen Papiere. Immer eine grosse Klappe und immer recht laut und eben die Meinung kundtun. Das ist so ein bisschen meine impulsive Art. Wenn wir am Abend Streit haben, sage ich am nächsten Morgen, heute fangen wir neu an. Es ist ein neuer Tag. Dennis Ulalay ist vor 9 Jahren von seiner Heimat Sambia ins Walmesteir gezogen. Im Tausendseelendorf kennen ihn alle. Gut, und dir? Hast du Aufnahmen? Ja, das ist... Super, oi! Ja, gut siehst du aus. Hast du geübt? Ja, ist... Du brech! Cool, schönen Abend, ja. Ciao! Tochter Natascha ist im Walmisteier geboren. Sie ist die einzige Schülerin mit anderer Hautfarbe. Doch das war für die 9-Jährige noch nie ein Thema. Sie fühlt sich wohl hier. Natascha spricht Rätoromanisch, Deutsch und Englisch. Mutter Stephanie ist hier aufgewachsen. Willkommen back. Der Papa ist voll im Fußballfieber. Voll im Kabel. Ja. Und musstest dich nur noch anmalen. Dennis arbeitete in Sambia als Hotelmanager. Steffi war dort mit ihrer Mutter in den Ferien. Nach 2 Jahren heirateten die beiden und Natascha wurde geboren. Der 39-Jährige ist großer Fußballfan. Im WM-Spiel Schweiz gegen Kamerun drückt er Kamerun die Daumen. Das ist ein Gefühl wie Heim, wie Sambia, auch die gleiche Trikot. Tochter Natascha war erst einmal in Sambia. Damals war sie 2 Jahre alt. Okay, ich sage, ja, Kamerun, aber 1-1. Bleibe auf 1-1. Bleibe auf 2-1 für Schweiz. 2-1 für Schweiz. Okay. Steffi ist immun geworden gegen das Fußballfieber ihres Mannes. Ich spiele beim anderen Spiel. Ja, ich mache mit 90 Minuten her, sitze und früher. Habe ich aber doch noch die WM und DM so aktiver mitverfolgt, als was ich sehe. Oh, jetzt? Oh, du weißt deine Tür, du. Ich sage ja, auch Fußball, das ist mein großes Hobby. Und, ja, oder, ja, Profi, Fußball, Profi. Aber vielleicht werde ich ein Trainer, Fußballtrainer, wer weiß. In der ersten Halbzeit etwas lahm dahergegangen. Hast du auch einen Schweizer? Gut. Wenn Schweiz spielt, würde ich nicht abstellen. Sonst würde ich sagen, ja. Mit dem Tisch kein Fernsehen. Ja, ich darf schneiden. So. Oh! Yes! 1-0! Nein! Ja, von Schweiz. Hauptschütz! Cool! Embolo, mit einem Tor, mit einem guten Essen, was brauchen wir? Dennis schätzt das Leben hier. In seiner Kindheit habe er nicht immer genügend Essen gehabt, sagt er. Und doch fiel der Abschied schwer. Verwandte haben gesagt, ja, du gehst in die Schweiz und kannst nicht Sprache können. Und weißt du nie, was passiert dort, wenn du gehst. So eine Situation. Ich darf auch das bedanken.
Aber ich war immer positiv. Ich sage, ja, okay, ich gehe zu Schweizer und die Schweizer und ich probiere es. Wenn es funktioniert nicht, dann finde ich andere Lösung. So. Das ist ein ganz spezieller Anzug. Outfit. Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt, diese traditionelle Schweizer Tracht zu tragen. Ich hätte nie gedacht, dass das einmal möglich wird. So, du putt on Schuhe. Schatz. Tschüss. See you later. Bis später. Ihr kommt doch. Ja. Okay. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Dennis ist Mitglied der Alphorn-Gruppe Ils Infernals. Heute machen sie im Dorf ein Spontankonzert. Das Alphorn hat es Dennis von Anfang an angetan und er wurde mit offenen Armen aufgenommen. Auch weit weg von meiner Heimat kann ich vieles lernen. Jeder Mensch kann an sich arbeiten. Das ist wichtig für mich. Glücklich sein und mit allen guten Kontakt haben. Sind bereit, ready. Ja, man ist dann schon stolz, wenn man ihn so sieht. Dennis ist umtriebig. Er ist auch noch Mitglied bei der Feuerwehr und dem Fußballclub. Ich bete, aber ich habe das schon vorher gemacht, nicht erst seit du krank bist. Du gehst anders damit um. Vielleicht bin ich immer noch in Schockstarre oder habe große Angst. Aber ich will einfach weitermachen. Dinge tun, solange ich es kann. Das tun, was Spaß macht. Ich weiß nicht, was in einem Jahr ist. Die Natur hilft Niklas, mit der Krankheit umzugehen. Morgenstunden allein auf dem See habe für ihn etwas Meditatives, sagt er. Ich muss manchmal allein sein. Das war schon immer so. Ich ging allein wandern. Ich reiste allein um die Welt, auf die andere Seite des Planeten. Ich brauche das. Let's go. Ein kurzer Trip. Nichts gefangen. Es ist okay. Baba, willst du ins Boot? Was für ein Morgen. Ja, wirklich schön. Nach der Diagnose ist die Beziehung eine große Stütze. Und für Florence sind die Hunde wichtiger denn je. Ich kann ja jetzt nicht auf den ganzen Tag im Nest liegen und depressiv sein. Also ich muss ja... mitten raus, ich muss ja also futtern, ich muss ja, es gibt mir eigentlich schon eine riesige Struktur und eben auch, dass du eben rausgehst, raus musst. Also mir hilft es jetzt im Moment schon, ja, extrem. Hoppa! Henry! Komm, Nora! Thank you.
Nice, ha? Huh? Schön, nicht? Und so ruhig. Ja. Wir sprachen davon, noch 10 Jahre hier zu bleiben. Dann kaufen wir einen Camper und hauen ab. Irgendwohin. So der Plan, ja. Hoffentlich können wir ihn umsetzen. Da bin ich mir sicher. Ich will leben. Ja. Rumhängen mit dir und den 250 Hunden. Mittlerweile wurde Niklas operiert. Es gab schwere Komplikationen. Florence ist immer an seiner Seite. In der letzten Folge von Hin und Weg. Ja, I'm happy. Ich bin glücklich, sie nach 3 Jahren wiederzusehen. Auf den Philippinen reist Didis Familie zu den Eltern von Melissa. Der Weg ist lang und beschwerlich. Ist immer ein Abenteuer da. Ja. Im Balmesteier denken Steffi und Dennis an die Hochzeit in Sambia zurück. Gesehen haben wir noch beide, aber die Mami hat dann den Kontakt aufgenommen mit dem Dennis. Nein, ja. Ich habe ihn nicht komplett, gell? In Bali kommen Monika und Deva ihrem großen Traum einen Schritt näher. Es ist sehr aufregend, ja, weil es kommt jetzt eigentlich endlich so einen Tag, den wir uns schon seit 4 oder 5 Jahren wünschen. Dieses Luxushotel möchten sie übernehmen. Aber die Finanzierung ist noch offen. Hehehe